Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Youth Time Podcast. Ich bin heute mit der Sophie am Start und wir machen heute nochmal das Thema Feminismus, allerdings in der Jugendausgabe. Und nach dem Intro geht's direkt los. Bis gleich. So, willkommen zurück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Youth Podcast. Mein Name ist Sascha Vater, auch bekannt als Vater der Jugend, und wir haben heute die Jugend hier sitzen, weil die Sophie mich gefragt hat, ob sie zum Thema Feminismus zu uns in den Podcast kommen darf. Und da bin ich ja der Letzte, der sagt nein, und deswegen Sophie, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zum Anfang jeder Podcast-Folge darf sich jeder Gast einmal kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was tust du den ganzen Tag? Und was bewegt dich vor allem dazu, dass wir hier heute über das Thema Feminismus sprechen? Also ja, mein Name ist Sophie. Ich bin 17 Jahre alt. Und ja, ich tue gerne lesen, tanzen. Und was ich mich so zu dem Thema Feminismus bewegt hat, war einfach auch, dass viele Jugendliche oder auch jüngere Mädchen gar nicht so wissen, was das so mit dem Feminismus an sich zu tun hat. Und so hat sich noch niemand wirklich so von den Jüngeren, wenn ich so an mich denke früher, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, obwohl es ja auch um meine Zukunft geht. Ja. Und da dachte ich mir, ja, warum nicht einfach noch andere jüngere Mädchen ansprechen und um denen einfach zu zeigen, ja, darum geht's und setzt euch ruhig für euch ein. Okay, und genau das war auch der Grund, als du mir geschrieben hast. Ich habe ja, glaube ich, eine Umfrage gemacht gehabt, also was für Themen wären interessant. Und du hast mir ja dann geschrieben, so, hey, können wir Feminismus machen? Mhm. Und genau das war nämlich mein Gedanke auch so, wo ich das gelesen habe. Und dann, wir kennen uns ja vom ein oder anderen Programm, ne? Und dachte ich dann auch so, also ich hatte dich noch als 15-, 16-Jährige irgendwie noch im Kopf und dachte dann so, wow, krass, dass die sich schon mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. Da war für mich eigentlich sofort, dachte ich, auf jeden Fall machen wir das. Habe ich dir dann auch geschrieben, so, hey, finde ich voll gut, lass das irgendwie machen. Also siehst du das als wichtig an, dass dieses Thema aufgegriffen wird, auch für die jüngeren Generationen, dass man sich schon mit dem Thema beschäftigt? Was wäre denn, also für was steht denn bei dir das Thema Feminismus, also vor allem in der Wichtigkeit, also wo siehst du deine Definition? Also ich glaube, Feminismus definiert jeder auch ein bisschen anders. Wie siehst du das denn, also das Thema? Also ich finde, auch früher war es ja eher so, der Feminismus ist einfach diese Gleichberechtigung für zwischen Männern und Frauen, einfach vor allem auch im Beruf, dass die Frauen einfach weniger bezahlt werden als Männer. Und heute, finde ich, sind noch viel mehr Sachen dazugekommen, wie zum Beispiel, wenn es um die Abtreibung geht, dass der Frauenkörper einfach der Körper der Frau ist und da niemand was mitzubestimmen hat. Oder auch generell, wenn es um die Menstruation geht, was ja heutzutage noch ein ziemlich großes Tabuthema ist, was ich gar nicht verstehen kann. Warum auch? Also, Tabuthema? Ja, also bei vielen ist es noch so ein Tabuthema oder ja, es wird halt so, Scham so ekelhaft ausgesprochen. Ja, genau, so okay. Also es ist schon bei manchen noch, was ich auch absolut gar nicht verstehen kann. Und genauso auch, dass der Feminismus steht auch vor allem für die LGBTQ-Community und das verstehen manche nicht. Also viele denken, der Feminismus, das ist nur die Frau. Das ist, mehr gehört nur, da nicht nur dazu. Weiblichkeit, genau. Und fertig. Und, genau. Und das zu schützen oder das zu mehr anzuerkennen oder wie auch immer. Ne? Sondern aber genau dieses Thema, dass es, ja, also was denkst du, welche Bereiche das tatsächlich anspricht noch? Also wir haben die Frauen und eben die anderen Bereiche. Was glaubst du, ist das Problem, dass die Leute das nicht realisieren? Also warum denkst du, dass die nur so eingeschränkt denken, dass es nur um die Frau geht? Ist es zu wenig Selbstinformation oder sind die Leute auf der anderen Seite vielleicht auch einfach zu ignorant? Also
Was ich ist da dein schon sagen, Empfinden? Die Leute einfach schon ignorant sind und da gar nicht so viel wirklich darüber nachdenken, sondern viele denken, die hören das Wort Feminismus und man denkt wirklich sofort, okay, Frauenrechte, da werden jetzt nur irgendwelche Frauen bevorzugt oder das geht um die Bevorzugung der Frauen. Oder Angleichung oder wie auch immer. Ja. Und da denken auch viele gar nicht an die anderen. Also es ist so eine typische Rollenverteilung Mann und Frau und mehr gibt's nicht. Und das finde ich ist eigentlich schon ganz schwierig heutzutage, das nur so anzusehen. Wie bist du in dieses Thema reingekommen, wenn ich dich fragen darf? Also ich habe mich früher tatsächlich gar nicht so damit auseinandergesetzt. Ich habe dann manchmal mitbekommen, dieses typische Catcalling, also wenn einem hinterhergerufen wird, das habe ich mitbekommen oder auch selbst erlebt. Und da dachte ich mir so, dass es ja eigentlich gar nicht sein kann, dass es so normalisiert wird. Und da habe ich mich immer so in das Thema reingelesen und habe dann auf Instagram so ein paar Posts gesehen und dachte mir so, ja, damit, das ist eigentlich ein tolles Thema, womit man sich auseinandersetzen sollte und sich darüber informieren sollte. Und wo du dich auch ein bisschen identifiziert hast, dann ein Stück weit natürlich dann, ne? Also war tatsächlich so dieses Catcalling-Thema bei dir auch ein Erfahrungsding? Ja. Weil, also wir haben das ja auch schon des Öfteren tatsächlich thematisiert. Auch im Jugendhaus selber, wenn es einfach um diese typischen Klischees geht, so heißt es doch normal, dass man eine Frau hinterher ruft, wo ich sage, nein, ist es nicht. Und da stößt man schon auf völliges Unverständnis von denjenigen. Mhm. Also muss ich auch einfach so sagen, so, aber doch, das ist doch normal. So, okay, also du bist über dieses Catcalling da reingekommen. Hast du sonst irgendwelche Erfahrungen gemacht, beziehungsweise vielleicht auch über Gespräche mit anderen? Also mir ist halt wichtig, weil wir hier jetzt gerade von einem jüngeren Kreis reden und ob das normal ist im Alltag, so dass da Erfahrungen auch abseits vom Catcalling irgendwie gemacht werden, ob es da auch noch andere Beispiele gibt irgendwie? Ja, also ich finde, das ist schon Alltag für manche Leute. Und das ist jetzt nicht nur das Catcalling, das ist auch zum Beispiel auf Instagram so angeschrieben und dann ziemlich bestimmte Bilder dann zu bekommen, wo man sich denkt, das war jetzt nicht nötig, das habe ich jetzt nicht also angefordert. Nennen wir das Kind beim Namen, Thema Dickpics und so Zeug, wirklich, also tatsächlich, kommt auch bei euch, wow. Ja. Also auch auf dem digitalen Weg, nicht nur persönlich, was ja schon eigentlich sehr positiv ist, dass Menschen dich persönlich ansprechen. Da kannst du nämlich direkt drauf reagieren, im besten Fall. Okay, du hast gerade vorhin gemeint gehabt, dass du, als du dich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hattest, du dann bei Instagram hier und da Postings gesehen hast. Hast du Seiten irgendwie, wo du sagst, so, wenn die Leute sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen wollen oder sollen, besser gesagt, da auf Instagram oder irgendwie Webseiten oder so, gibt es gute Sachen? Ja, also da habe ich so eine bestimmte Seite, ich glaube, die heißt Kerstin-Kastner und die postet auch so Bilder, so die auch heutzutage zum Beispiel gibt es ja jetzt im Moment dieses Thema, dass es Menstruationsartikel an öffentlichen Schulen geben soll. Und das thematisiert sie und dann postet sie auch so ein paar Kommentare von ein paar Leuten, die halt wirklich gar nicht gehen. Und so Shitstorm-mäßig dann gegen diese, was ja eigentlich Normalität ist. Und diese Artikel gehen dann um Aufklärung, also sind das dann so Aufklärungsartikel quasi, die man an der Schule... Voll gut, eigentlich. Eigentlich. Okay, und dann postet sie quasi auch diese Hate-Kommentare dann gegen Normalität, was eigentlich Normalität sein sollte. Du schickst mir den Link, ich mache den für euch hier unten in der Beschreibung wieder. Wir posten immer alles an. Links, die wir irgendwie für wichtig empfinden, wo auch während dem Podcast genannt werden, kommen immer in die Beschreibung rein. Okay, das heißt, einmal die Seite, gibt's noch mehr? Hast du noch oder irgendwelche Freundinnen oder Bekannte, die dir Sachen da noch irgendwie empfohlen haben oder wo du selber gesehen hast? Ja, also ein paar Seiten gibt's auch noch, also auch die sich wirklich speziell auf das Thema Feminismus nochmal spezialisieren und auch dazu ein paar Beiträge hochladen und einfach
so über das Aktuelle informieren und ja. Okay, also du schickst mir einfach alles rüber und ich poste das dann oder nehme das mit in die Beschreibung auf. Wenn du so überlegst oder wenn du auch die Beiträge und so siehst und dir auch Gedanken machst und hast du auch Leute bei dir im Kreis, mit denen du dich da dann auch drüber austauschst, oder ist das so wirklich so dein Thema, wo du dich eigenständig damit befasst? Wie ist das? Nee, ich unterhalte mich mit meinen Freundinnen auch manchmal drüber und dann reden wir einfach so über einen bestimmten Post und sagen so unsere Meinung dazu. Okay. Habt ihr euch schon mal irgendwie überlegt, da selber aktiv zu werden in dem Thema? Also ich habe mir tatsächlich mal überlegt, da habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, ja, was gibt es denn so in Richtung Frauenrechte, wo kann man sich da so dafür einsetzen? Also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe mir da schon überlegt, mich dafür einzusetzen. Was wäre denn für dich wenn du dir jetzt mal so, wo wir gerade beim Thema Frauenrechte und so sind, also in Heilbronn wird gerade übrigens ein Demokratiezentrum auf die Beine gestellt. Da war auch die Dame von dem Podcast von da davor, also falls ihr die Folge mit der Johanna anschauen wollt, das ist die Dame vom Demokratiezentrum. Und da geht es aber auch tatsächlich um genau solche Themen. Das heißt, ich werde dir dann auf jeden Fall auch mal einen Link schicken, oder wir können da auch mal zusammen hingehen oder so, weil das finde ich halt super wichtig, dass wir da irgendwie netzwerken und so, und ich bin da relativ gut mit den ganzen Leuten. Okay, und wenn du jetzt für die Zukunft, also wenn du dir jetzt eine richtige Zukunft wünschen könntest, gerade was dieses Thema angeht, so mit Frauenrechte, und dass du selber die Zügel in die Hand nimmst und irgendwas ändern kannst oder was angehst, ja, irgendwie eine Bewegung mit organisierst oder irgendwie was wäre für dich was wäre ein Ziel für dich, für die Gesellschaft oder für das Außen, ja, für das, was man nach außen trägt, einfach ein Ergebnis oder eine Veränderung einfach, was würdest du dir wünschen? Also ich würde mir vor allem wünschen, dass es zum Beispiel eben im Beruf, dass es für die Frauen einfach leichter ist, weil bei vielen ist es ja so, da wird auch direkt gefragt, ja, ist im Moment Kinderplanung oder so, und dann wird da halt auch geachtet, wenn die schwanger wird, dann wird da aufgepasst, was da jetzt so passiert, oder auch bei der Abtreibung, das ist ja verboten. Und da finde ich, sollte die Frau selber über ihren eigenen Körper entscheiden können und zum Beispiel auch, dass Vergewaltigung härter bestraft wird als zum Beispiel eine Steuerhinterziehung, was da im Moment... Da bin ich ganz bei dir, ja. Da bin ich ganz bei dir tatsächlich. Ja, dieses Thema mit Kinderplanung und so und vor allem auch Thema Vergewaltigung. Also da überlegt man sich ja tatsächlich, was man als Mensch auch wert hat, ne? Wenn Verbrechen gegen, wo es um Geld geht, wo man den Staat beklaut, härter bestraft wird, als wenn man vergewaltigt, misshandelt oder sonst irgendwas wird. Das gibt einem schon sehr zu denken. Und wo du dich dann mit dem Thema Frauenrechte auseinandergesetzt hast, bist du fündig geworden? Hast du irgendwas gefunden, wo du gesagt hast, interessant, also könnte man sich mal näher damit auseinandersetzen oder mal jemand kontaktieren oder irgendwie selber eine Idee? Kam irgendwas auf? Nee, noch nicht. Noch nicht? Okay. Das wäre, also ich bin grundsätzlich, ich bin dafür sehr, deswegen sage ich dir das auch zwecks dem Demokratiezentrum und so, ich bin für sowas, wir sind ja für sowas immer sehr zu haben, für engagierte Leute auch, die da irgendwie eine Veränderung oder was bewegen wollen. Wir gucken ja auch immer, dass alles in Bewegung bleibt und dass wir uns immer weiterentwickeln und dass wir gucken, dass junge Menschen, die was machen wollen, dass die das auch umgesetzt kriegen. Deswegen können wir da jetzt nach dem Podcast dann auch tatsächlich mal gucken, ob wir da mit dir zusammen da irgendwas auf die Beine stellen oder mit anderen noch, die sich dafür interessieren. Weil ich glaube, oftmals hängt es dann tatsächlich an irgendwelchen Kontakten oder ne, irgendwelche Stolpersteine oder jemand, der halt nicht da ist zum Begleiten oder so. Also deswegen glaube ich, fände ich das wichtig, dass wenn du da Interesse daran hast, natürlich, also ich werde dich nicht zu irgendwas zwingen, dann können wir da irgendwie gern mal gucken, ob wir da irgendwie was auf die Beine stellen können. Dann wollte ich dich auf jeden Fall noch fragen, was deiner Meinung nach jeder Einzelne im Alltag tun kann, wenn es ums Thema Feminismus geht.
Also ich finde, zum Beispiel, wenn man auch so persönlich mitbekommt, zum Beispiel das Catcalling ist ja auch ein relativ großes Thema, dass man einfach vielleicht auch selbst dazu was sagt und einfach auch so Girls support Girls sind so. Weil ich finde, wir Mädchen sollten uns einfach noch ein bisschen mehr unterstützen und auch gegenseitig helfen und beim Catcalling vielleicht einfach so einem dabei stehen oder helfen, wenn man auch sieht, dass die Person vielleicht belästigt wird oder das fände ich auch ganz gut. Und es müssen ja nicht nur Mädels sein, die sich so gegenseitig helfen. Es können auch die Jungs sein, die einem dann halt einfach, weil ich finde, es ist sollten. Tatsächlich... Ich finde eher sollten, weil da das, dazu, also genau das Thema war auch im Podcast davor mit der Johanna, war das Thema nämlich auch, Feminismus hat nichts mit Frauen zu tun, sondern also ich persönlich sehe mich, ohne dass ich mich davor wirklich großartig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wo die Johanna gemeint hat, voll gut eigentlich, dass du dich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hast, weil für mich ist das selbstverständlich. Ich sehe mich dadurch jetzt mehr oder weniger ja auch als Feminist, weil also ich setze mich auch, wenn ich sehe, ja, oder auch Schwächere oder also das ist ja genau das, es ist nicht nur ein Frauenthema, es ist genau. Okay, dann wäre das einmal das, dieses Einsetzen, wenn irgendwie Catcalling oder sowas, gibt es auch noch sonst was, wo du im Alltag so merkst, also vielleicht auch auf der digitalen Ebene, wenn wir da schon so von Thema Chat-Sachen anschreiben, Dickpics und sowas, also ich glaube, so gerade im Digitalen ist das auch nochmal alles ein bisschen schwieriger, da irgendwie was zu verändern. Wie siehst du das? Also nimmst du irgendwelche Fremden an bei Instagram? Oder wie ist es, wenn dich jemand anschreibt? Also da schaue ich halt eigentlich direkt, wer das ist. Und wenn man zum Beispiel das Profil anschauen kann, dann schaue ich da einfach. Aber meistens, wenn ich schon merke, dass die Person komisch rüberkommt, dann nehme ich da generell eigentlich gar nichts an. Okay. Und manchmal kommen die Bilder ja auch einfach so und dann melde ich das Bild und blockiere die Person einfach, weil ich finde, die Person hat ja gar kein Recht dazu, mir so ein Bild zu schicken. Nein. Und ja. Okay, also dann wirklich rigoros auch zu sagen, so ey, blockieren, löschen, raus damit. Ich überlege gerade, wie sinnig das ist zum Thema Lernprinzip, ob die da daraus irgendwie, ne, ob die das den nächsten 5 schicken, in der Hoffnung, dass von irgendjemand eine Reaktion kommt. Wäre auch mal ein spannendes Thema, da irgendwie sich mal Gedanken drüber zu machen, was sowas angeht. Okay, sonst noch was? Nee. Also, so wäre für dich, für gerade in deinem Alter, für den Alltag einfach... Ja. Wär dir als Frau schon geholfen, wenn du so den Alltag beschreiten kannst und die Leute ein bisschen ein besseres Bewusstsein dafür hätten und da dann eben auch einschreiten dann im Zweifelsfall. Ja, ich glaube, dieses Zivilcourage-Ding, nicht immer nur an sich zu denken, sondern auch zu sehen, wenn irgendwie jemand in Not gerät oder was heißt in Not gerät, aber sichtlich irgendwie keinen normalen Umgang mit irgendjemand hat, dass man da einschreitet und Zivilcourage zeigt. Das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig. Okay. Ich glaube, wir schließen das dann auch soweit ab. Will das relativ kurz halten. Also ich glaube, bei dem Thema können wir auch ewig tiefer gehen. Was ich wichtig fände, wäre jetzt viel eher, dass wir zwei mit der Jay zusammen dann auch uns die nächsten Tage einfach mal wir zwei uns hinsetzen oder du und die Jade oder so und wir uns überlegen, was wir tun können, weil ich bin ich bin großer Fan davon, mich zu unterhalten über Sachen, aber wenn jetzt gerade auch Sachen aufkommen, dass du auch was tun willst, dass du eine Veränderung haben willst, dann bin ich der Letzte, der sagt so, wir gucken dann nach Corona und wir gucken dann nach dem, sondern dann machen wir nachher, wenn wir hier rausgehen, gucken wir nach einem Termin und du kommst vorbei und wir gehen das Thema an und telefonieren rum und gehen das an. Klingt super. Das cool? Ja, das klingt super cool. Für diejenigen, die sich dafür interessieren und auch Bock haben mitzuwirken, weil sie eine Veränderung wollen, wir haben Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube-Kommentare, E-Mail, Telefon, sogar ein Fax.
Keiner kennt einen Fax, aber egal. Ihr könnt euch melden bei uns, kontaktiert uns. Sophie, ich danke dir auf jeden Fall mal schon mal vorab. Jeder unserer Gäste hat am Ende von der Folge die Möglichkeit, noch letzte Worte loszuwerden, irgendwelche Statements noch zu setzen und wenn du möchtest, darfst du noch irgendwie deine Mädels, deine Family oder deine Freunde grüßen. Die Bühne ist dir überlassen. Also ich würde einfach generell mal jedem sagen, wenn man so im Alltag mitbekommt, dass vielleicht ein Mädchen belästigt wird oder einfach blöd angemacht wird, oder da würde ich einfach mal sagen, ja, einfach mal hingehen und die unterstützen, weil ich glaube, da ist die relativ dankbar, wenn sie alleine ist und einfach nicht weiß, was sie tun soll. Einfach mal drauf achten, hingehen, und da wird sie einem wirklich sehr, sehr, sehr dankbar sein. Das finde ich ein super gutes Statement. Da könnt ihr euch alle eine dicke Scheibe davon abschneiden, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Grüße? Ja, ich grüße mal meine zwei besten Freundinnen, Emmy und Maya. Und ja, die mich dabei auch total unterstützen bei dem Thema. Sehr gut. Okay. Dann danke den zwei Mädels, dass ihr die Sophie da begleitet, finde ich super. Sophie, meine Liebe, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit und den langen Weg bis zu mir ins Studio mit mir zusammen auf dich genommen hast. Ich würde mich über Feedback freuen, und vor allem würde ich mich freuen, wenn ihr im besten Fall euch mit uns zusammenschließt, um da vielleicht auch was anzugehen. Ihr dürft uns schreiben, kommentieren, Daumen hoch, abonniert unseren Channel. Sophie, ich danke dir, dass du da warst, und wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, ciao.